Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Dienstagnacht, das heißt Themennacht hier bei uns. Und unser Thema heute heißt, ich suche den gefährlichen Kick. Folglich möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die extreme Dinge tun, die riskante Dinge tun, sehr riskante Dinge tun, bei denen sie unter Umständen sogar ihr Leben riskieren, eben wegen des besonderen Kicks. Das könnten Extremsportler sein, das könnten Leute sein, die irgendwie einen besonderen Bungee-Jumping-Sprung machen, die U-Bahn-Surfen veranstalten oder die mit Drogen extrem experimentieren, weil sie eben den besonderen Kick haben wollen. Auch im Bereich der Sexualität gibt es das ja, dass Leute ganz krasse Sachen machen, um den Kick zu kriegen, der unter Umständen sogar ihr Leben kosten könnte. Autorennen gibt es auch noch, illegale Autorennen und so weiter. Also, ich suche den gefährlichen Kick, unser Thema heute Nacht, und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, mir von eurem gefährlichen Kick erzählen wollt, den ihr euch sucht oder gesucht habt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer draufschreiben. So, erste Anruferin heute Nacht, Yvonne. Yvonne ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist. Ja, bei mir geht's. Ich habe früher, als ich naiv, dumme 15, 16 Jahre etc. war, S-Bahn, U-Bahn und Zugsurfen gemacht. Das hast du ehrlich gemacht als junges Mädel? Ja. S-Bahn surfen, U-Bahn surfen. Ja, und dann auch zu guter Letzt Deutsche Bahn surfen mit diesen ganz schnellen Dingern. Das ist ja krass. Das war auch relativ krass. Angefangen hat es eigentlich wirklich mit S-Bahn surfen. Ich wohne in Berlin. Ja. Und da gab es damals noch diese Züge, wo man halt das aufmachen konnte. Jetzt gibt's ja mit so einem Knopf, wo man dann aufmacht. Mhm. Und da konnte man wirklich dann aufmachen und sich rausstellen, weil so eine kleine Rampe, sich festhalten. Ja. Meistens hat man sich dann auch auf diese Seite gestellt, wo dann auch so ein anderer Zug entgegenkam. Genau, also wir müssen es mal erklären. Wir können das gar nicht so vielleicht voraussetzen, was S-Bahn-Surfen überhaupt bedeutet. Das, was du gerade beschrieben hast, passierte während der Fahrt. Ja, genau. Also bei voller Geschwindigkeit. Bei voller Geschwindigkeit bist du rausgegangen, also rausgetreten aus der S-Bahn. Genau. Und selbst auf die Seite, wo dann ein entgegenkommender Zug zu erwarten war. Genau. Und es hat wieder angefangen, indem man sich einfach erstmal davor gesetzt hat und mit dem Fuß festgehalten hat. Man hat natürlich erstmal gewartet, bis der Bahnsteig weg war, weil waren ja immer nur Leute drauf. Dann hat man es aufgemacht, ist rausgegangen, hat sich halt festgehalten und gewartet, dass dann irgendwann mal ein Zug vorbeikam, hat sich dann rangepresst an den eigenen Zug. Und das war natürlich durch diesen Gegendruck, hat man das Gefühl gehabt, man fliegt. Wie viel Platz ist denn da überhaupt zwischen so zwei Zügen? Na, ich möchte mal sagen, vielleicht maximal ein halber Meter. Und man hat das Gefühl, man fliegt durch den Druck. Ja, dadurch, dass einem der Wind entgegenkommt, von hinten der Gegendruck trotzdem noch kommt, war wirklich, also wenn man auf irgendeiner dämlichen Droge gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich losgelassen und gedacht, boah, jetzt fliege ich weg. Hast du es ausschließlich am Rande des Zuges gemacht oder bist du sogar oben rauf geklettert? Nee, dafür war ich, Gott sei Dank möchte ich sagen, zu feige. Aber ich kannte Leute, die das gemacht haben, unter anderem auch eine Freundin, die dann ums Leben gekommen ist. Ja. Die wurde dann regelrecht von so einem Pfeiler geköpft. Das war dann auch die Zeit, wo ich danach auch aufgehört habe, wo dann der Verstand eingesetzt hat. Achso, dann war dieser Todesfall deiner Bekannten, war für dich ein Signal aufzuhören, seitdem hast du es dann nicht mehr gemacht? Einer von vielen Signalen, ja. Also ich bin aus der Szene da, ich war in der Punk-Szene, da war das sehr beliebt damals. Bin ich so, ja, so ganz leise ausgestiegen, habe dann mein solides Leben angefangen, möchte ich mal sagen. Was haben denn die Leute gesagt, die mit in dem Wagen saßen, wenn du dann die Tür aufgemacht hast und dich so rausgedrückt hast? Kurioserweise haben die gar nichts gesagt. Also heute, wo ich auch
wenn es heute noch wäre, würde ich mir das Kind da, sag ich mal, ich war ja noch ein Kind, auch schnappen und denen eine Moralpredigt vom Feinsten halten. Aber die haben meistens bloß dann so ein bisschen im Fenster geguckt und getuschelt und dann natürlich reingekommen und so ein bisschen geguckt, wer ist denn die oder wer ist denn der? Und manchmal waren ja andere noch dabei. Das kann man auch nicht verstehen. Normalerweise du hast völlig recht, da müssten die Leute sagen, hier, was ist denn hier los, was machst du oder komm rein oder, dass sie irgendwas zumindest sich in irgendeiner Weise dazu äußern. Genau, also ich hätte zumindest, heute wollte ich zu tun, aber die haben es nicht getan. Mhm. Ja, und es blieb ja nicht beim S-Bahn-Surfen, es ging ja dann weiter, dass man dann in der U-Bahn angefangen hat, da gab es dann nur nicht diese Türen, ja. Da ist man dann aus diesem Fenster rausgeklettert, hat sich halt dann einfach an dem Fenster festgehalten. Und da sah man ja außer vielleicht alle 50 Meter mal so ein kleines Lämpchen und vom Zug vorne so ein bisschen Licht und aus dem Abteilig nicht. Es war also noch eine Idee gefährlicher. Aber da war der Unterkörper war dann in der U-Bahn drin? Nee, der ganze Körper war draußen, man hat sich rausgeschlängelt, man hat sich an dem Fenster, das offen war, festgehalten und hat quasi seine Füße im Schrägabstand, als wenn man, weiß ich nicht, wie so eine Ballerina steht, an dem Fensterkit, was da war, was ja auch nur Gummi ist, Wahnsinn, festgehalten. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das ist richtig übel. Und dann hast du dich an diesen U-Bahn-Wagen geklammert und bist dann mit dem U-Bahn durch die Schächte gerast. Genau. Bei, weiß ich nicht, was fahren die Dinger, 60 km/h die Stunde, ja. War richtig schnell, aber man fühlte sich halt in dem Augenblick frei und dann merkte man, jetzt wird's hell, jetzt musst du schnell wieder reinkrabbeln, weil man wusste ja, dass da Schaffner etc. auf dem Bahnsteig ist oder manchmal kamen ja auch Kontrolleure und wenn das kam, was heute nicht mehr so ist, dass da jemand guckt, aber naja. Hast du je Ärger bekommen, bist du je angezeigt worden? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, das hätte mir aber geholfen. Also man hätte sagen wir doch, wäre besser gewesen. Mhm. Aber wie lange hast du das gemacht? Oh, bestimmt 5-6 Jahre. Fünf, sechs Jahre? Nein, Quatsch, so lange war es gar nicht. Ich habe mit 15 angefangen. 3 Jahre, 4 Jahre vielleicht, weil. Ja, ist ja immerhin auch sehr viel. Ja, sehr viel. Ja, und habe ich das gerade am Anfang richtig verstanden? Dann auch auf die Bundesbahn, auf große Züge. Ja. Das war dann in Süddeutschland, in Stuttgart etc. sind wir mal hingefahren und da haben wir auf dem Weg einfach mal gedacht, machen wir das einfach mal mit der Deutschen Bahn. Mhm. Und da sind wir auch durch ein Fenster rausgeklettert, haben uns auch am Fenster festgehalten und das sind dann nun einige km/h mehr als bei einer S-Bahn. Allerdings, ja. Ja, und dann habt ihr euch an dem Waggon von außen festgekrallt? Ja, wieder an dem Fenster und wieder festgekrallt. Und wie lange hält man das aus? Ja, bis die Hände dann irgendwann mal klamm und kalt werden oder das Gesicht zu kalt wird oder die Augen anfangen zu drehen, dass man gar nichts mehr sieht. Und dann irgendwann geht man wieder rein, ruht sich aus und dann macht man es dann halt wieder, so für 10 Minuten etwa. Und auch da hat kein Mensch was gesagt? Nö, keiner. Heute aus der Entfernung betrachtet, jetzt bist du 30 Jahre alt. Ja. Warum hast du das gemacht damals? Ich habe ehrlich gesagt keine genaue Ahnung. Ich nehme an, zum Anfang war es einfach das Mitmachen, weil es waren ja viele andere auch dabei gewesen, die das mitgemacht haben, Neugier wahrscheinlich und diesen Willen, den man als Jugendlichen, glaube ich, hat, den ich heute noch habe, das einfach das Freisein. Man möchte frei sein, man möchte Unabhängigkeit haben und den hat man als Jugendliche in der pubertären Zeit natürlich enorm. Wobei dir durchaus klar war, dass du da mit deinem Leben spielst. Ja, aber heftig. Also jedes Mal, wenn ein Zug kam, ging der Adrenalinspiegel enorm hoch. War das so, dass du damals so auch auf so einem Trip warst, dass dir das wurscht war? Nach dem Motto, naja gut, wenn ich drauf gehe, gehe ich halt drauf? Ja, sicher. Eine Zeit lang war es mir egal. Mhm. Dann hat es aber auch so angefangen, dass ich dann eine Art Phobie gegen Schienen entwickelt habe. Ach. Das ist, ja, das ging bis vor etwa 2 Jahren, dass ich wirklich auch böse Albträume hatte. Ja. Dass ich selber als Art Zug so eine Schiene lang gefahren und diese Stromkabel immer näher kam, bis sie mich erwischt haben, mit einem Stromschlag gekriegt habe und davon wach geworden bin. Und wenn ich heute zum Beispiel jetzt mal über eine Brücke gehe, in Lichtenberg zum Beispiel, ist ein großer Bahnhof, und ich jetzt direkt an den Schienen vorbei muss, kriege ich Schweißausbruch, wird mir schwindelig und muss ich einfach mich auf meine Füße konzentrieren, damit ich nicht irgendwie Panikattacke kriege und irgendwie auf die Straße renne oder sowas. Als deine Freundin, von der du vorhin erzählt hast, als die geköpft wurde, bei einer solchen Aktion. Das hast du aber nicht gesehen?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich bin zu Kumpels mit jemand anderes gekommen, zum Alex, wir waren da schnorren gewesen, und da wiederum ein Kumpel, sehr guten Kumpel von mir getroffen, und der sagte das so, und ich weiß nicht, er meinte im Nachhinein, ich hätte dämlich gegrinst. Ich nehme an, dass es so eine Art Schock war. Wahrscheinlich, keine ja. Keine Ahnung, ja. Ich habe es im Nachhinein dann gegen Abend mit einer Flasche Alkohol so richtig begriffen, was überhaupt los ist. Das Thema hing gut 2 Wochen in der Luft. Aber der Schock hatte dann immerhin denn das Gute, was deine Person anbelangt, dass du dann auf Abstand kamst zu dieser ganzen Sache. Ich nehme an, dass es das war. Mhm. Hast du Kinder? Ich habe einen 6-jährigen Sohn jetzt. Stell dir mal vor, der macht das irgendwann. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin ganz froh, dass sie jetzt das mit den S-Bahn geregelt haben. Zum Anfang war ich auch nicht so erfreut drüber, dass sie diese Druckknöpfe eingerichtet haben. Aber ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich wüsste nicht, ob ich zwischen Panik oder Rumgelaber oder einfach ihnen erzählen würde, wie es damals war. Mhm. Und ihnen auch mitschleppen würde, zeigen, wo der erste Freund von mir ums Leben gekommen ist, der zwischen Alex und Friedrichstraße damals, beziehungsweise zwischen Hagelicher Markt und Friedrichstraße ums Leben gekommen. Da war ich selber gerade mal 15. Wie viel von deinen Freunden und Bekannten sind denn überhaupt ums Leben gekommen? Also von denen, die ich kannte, sind es 3 gewesen, ich persönlich kannte. Aber von allgemein, ich glaube, die Statistik war in dem Zeitraum, wo ich selber am Surfen war, an die, glaube ich, 150 Leute. So viele? Ja, es waren recht viele. Es war sehr oft in der Zeitung. Also, dann wollen wir mal hoffen, dass dein, vielleicht wird dein Sohn ja ganz braver, der sowas gar nicht will. Wir sind sehr froh, dass du heil durch diese Zeit gekommen bist. Ja. Und das ist wirklich so extrem gefährlich und so wahnsinnig, dass du einen ganz, ganz tapferen Schutzengel hattest, vermutlich ja, damals. Ich glaube, ich habe mehrere schon in Anspruch genommen. Vielleicht, ja. Liebe Yvonne, danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, könnte ich noch eine Autogrammkarte von dir kriegen? Ja, du legst bitte auf und wir rufen nochmal an. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, unser Thema heißt, ich suche den gefährlichen Kick oder ich suchte den gefährlichen Kick. Das kann ja auch irgendetwas sein aus der Vergangenheit. Habt ihr oder macht ihr irgendwelche Sachen, die so riskant sind, die euer Leben unter Umständen kosten könnten, so wie es gerade die Yvonne erzählt hat, nur weil ihr irgendwie scharf auf den Thrill seid, nur weil ihr weil euch das anmacht, es vielleicht gar nicht selbst richtig begründen könnt. Der gefährliche Tick. Ich suche den gefährlichen Kick. 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Es geht weiter mit der Sarah. Sarah ist 23. Hallo Sarah. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Was für ein Kick ist es bei dir oder war es ja. bei dir? Ja, also ich bin seit 6-7 Jahren voll auf Heroin und Crack und ich rauche es fast täglich und ich bin halt total scharf auf diesen Kick und psychisch und physisch abhängig. Also mich macht das total an, das zu rauchen, zu konsumieren. Und nun ist Crack, was man so weiß, etwas eine extrem gefährliche Droge. Ja, auf jeden Fall, ja. Und du konsumierst Crack und Heroin? Ja, also ich spritze Heroin. Ja. Seit 6-7 Jahren, 15, 16 habe ich angefangen, meinen ersten Schuss zu setzen. Mhm. Und dann kam das mit dem Crack halt nach und nach dazu. Das rauchst du? Ja, das rauche ich. Das rauchst du. Ja. Rauchst du das zusätzlich, also wenn du Heroin in dir hast, dann auch noch Crack drauf? Ja. Ja, ganz genau. Also alles durcheinander. Also bist du jetzt gerade im Moment, ich sag mal, nüchtern oder hast du irgendwas genommen? Nee, zurzeit habe ich mir... Also habe ich ein bisschen Heroin genommen, aber Crack noch nicht, seit 2-3 Tagen nicht, aber es ist halt ein bisschen schwierig, wegen Geldmangel zurzeit, aber... Ja, wie viel Geld im Monat gibst du für das Zeug aus? Oh, das kommt ganz drauf an, das ist verschieden, je nachdem wie viel ich habe. Das kann zwischen 500 Euro, 1000 Euro, 1500 Euro. Was ja wahnsinnig viel Geld ist. Ja. Wie kommst du an das Geld ran? Naja, habe ich mich prostituiert, ich bin auf den Strich gegangen, schon sehr früh, mit 17 das erste Mal. Und ansonsten, früher habe ich halt, wenn ich in Kaufhäuser gegangen habe, halt auf Bestellung Sachen geklaut. Und jetzt, naja, da bin ich halt arbeitslos und versuche mich halt irgendwie über Wasser zu halten, wie es geht. Ja, aber es geht ja wahrscheinlich auch nur mit irgendwelchen kriminellen Sachen, sonst kommst du nicht auf so viel Kohle im Monat, ja. ne? Ja, also teils, also nicht, es ist nicht mehr so schlimm wie früher mit den legalen Aktionen. Wie oft spritzt du dir Heroin jeden Tag? Ja, jeden Tag. Und das Crack kommt dann
noch dazu. Auch ja. Jeden Tag? Oder? Also ich habe in erster Linie, wenn ich Geld habe, gebe ich es für Heroin aus, weil ich es brauche. Mhm. Und wenn ich dann Geld für Crack über habe, dann gebe ich dann alles aus dafür. Also alles geht drauf dabei. Was ist das für ein Kick, den du erlebst, wenn du Heroin nimmst und Crack? Ich habe keine Erfahrung damit. Versuch's zu beschreiben. Ja, also es ist, wenn man jetzt sich einen Schuss setzt, musst du dir so vorstellen, man bindet sich den Arm ab, setzt die Spritze in den Arm und drückt ab und auf einmal ist es entwickelt sich ein riesengroßer Wärmeball in dir und fühlt dich total aus, voller Wärme, Harmonie und man fühlt sich halt einfach geborgen. Also man ist irgendwie auf der Suche nach irgendwas. Also Sucht kommt ja von Suchen und also bei mir ist es zumindest so. Und es gibt eine riesengroße Explosion in deinem Kopf und es ist unwahrscheinlich geiler Kick. So, und dann rauchst du noch Crack dazu. Was bewirkt das dann zusätzlich? Ja, das ist halt, es macht einen wach und man hat das Gefühl, man ist aufmerksamer und man empfindet halt die Umgebung viel heftiger. Man nimmt alles viel heftiger wahr. Also angenehmer war, schöner war. Ja, ja, aber nur für einen Moment halt. Und dann ist es halt, kommen halt die ganzen Nebenwirkungen, so nenne ich das immer. Wie hält dieses schöne, dieses vermeintlich schöne Gefühl an? Ein paar Minuten oder eine halbe Stunde oder? Also Crack halt nur ein paar Sekunden halt, ne? Und dann muss man gleich wieder nachlegen, sonst die Nebenwirkung ein und. Was sind das für Nebenwirkungen oder wie du es nennst? Ja, das gibt eine ganze Palette. Also bei mir ist es, ich kann jetzt nur von mir sprechen, das ist bei jedem anders. Also wenn der Kick nachlässt, dann habe ich ein ganz starkes Bedürfnis, mir selber weh zu tun, um halt das nicht ertragen zu müssen, dass ich nichts mehr habe. Oder ich habe Angstzustände, dass ich verfolgt werde oder jemand will mich umbringen oder sie irgendwelche Sachen oder vor mir, die gar nicht da sind, Tiere oder Polizei oder also Einbrecher halt sowas, ne? Obwohl es gar nicht da ist. Wie lange halten dann diese negativen Nachwirkungen an, wenn du Crack abgesetzt hast? Das ist, das kommt ganz drauf an, wenn ich nicht gleich nachlege. Ne, du kannst ja nicht immer gleich nachlegen. Ja, stimmt. Ja, dann über ein paar Stunden, also so lange, bis ich mir den nächsten Schuss setzen kann oder Alkohol trinken kann oder irgendwie runterkomme, möglichst schnell. Mhm. So, jetzt hört sich das für mich wie ein Grauen an, was du mir erzählst. Ja, richtig. Wie beurteilst du denn dein eigenes Handeln und dein bisheriges Leben die letzten Jahre? Also auf Deutsch gesagt, scheiße, beschissen. Ich fühle mich total unwohl, ich will einfach nur raus. Man ist gefangen in dieser Gier, nach diesem Trieb, unbedingt den nächsten Schuss, den nächsten Kick vom Crackrauchen zu haben. Und es lässt einen nicht in Ruhe. Also unsere Sendung heißt ja, ich suche den gefährlichen Kick. Du suchst, vollende mal den Satz, ich suche ihn, weil? Ja, ich suche ihn, weil dieser Kick erfüllt mich mit einer Wärme, einer Geborgenheit, einer Liebe, die ich in meiner Kindheit nicht bekommen habe. Und das bekomme ich dadurch. Obwohl du weißt, wenn wir uns beide jetzt ganz normal unterhalten, dass das natürlich alles Trugschlüsse sind, ne? Ja, ganz genau. Das ist einfach nur eine Täuschung. Genau, in dem Moment, wo du nämlich aufhörst, stürzt du umso schlimmer ab. Ganz genau. Das ist mir bewusst, aber in dem Moment, wenn man die Pfeife in der Hand hat, dann merkt man das nicht so. Man kriegt es nicht mit. Jetzt machst du das seit 6, 7 Jahren, sagst du. Ja. Du bist 23 Jahre und sagst, mein Leben ist scheiße bisher. Ja. Ich würde dem zustimmen. Das, was da gelaufen ist, ist scheiße. Muss man so, gibt's gar kein anderes Wort für. Ja. Was hast du getan, um die Notbremse zu ziehen oder zumindest abzubremsen? Ja, ich habe mehrere Entgiftungen gemacht, jetzt schon 18 Stück also versucht zu entgiften. Mit Medikamenten in der Psychiatrie war ich und 2 Therapien angefangen und abgebrochen, weil ich habe es einfach nicht geschafft. Also immer wieder rückfällig geworden. Aber ich habe nicht aufgegeben, halt immer wieder. Was ist dein was hast du dir jetzt vorgenommen für die nächste Zeit? Ja, ich gehe die nächste Woche in ein Krankenhaus, also in eine Psychiatrie, um da zu entgiften halt. Ja, das hast du eingefädelt und das ist auch eine entschiedene Sache. Ja, genau. Finde ich gut. Ja. Und wenn du, ja natürlich, und wenn du auch schon mehrfach gescheitert bist, dann ist es halt so. Manchmal muss man oft scheitern, um aus so einem Dreck rauszukommen, bis man es schafft. Die wenigsten schaffen es sofort, beim ersten Mal. Ja, das stimmt. Ne? Viele müssen es mehrfach versuchen. Ja. Was sind deine Lebensträume? Meine Lebensträume für die Zukunft, ja. Also ich möchte irgendwann mal
naja, nicht also auf eigenen Beinen stehen, also jetzt mal, na, wie soll ich sagen, also auf jeden Fall, ja, einen Job auf jeden Fall, also ja, finanziell unabhängig sein und ja, Freunde haben und also nicht so isoliert sein von der Außenwelt, ja, also am Leben richtig teilhaben, ohne, also normal, normale Sachen, wie du zum Beispiel morgens aufstehst und Kaffee trinkst, mhm, das möchte ich auch, ohne diesen Druck zu verspüren, mhm, was mhm, zu nehmen zu müssen. Mhm. Mhm. Hast du eine Schulausbildung? Nein, ich habe gar nichts. Also alles, das heißt, nicht, aber du bist jung genug, du kannst das noch, ja, alles angehen. Das heißt, du musst, mhm, der erste Schritt ist erstmal jetzt die Entgiftung. Ja. Von den Drogen wegzukommen. Ja. Der nächste Schritt wäre dann zu sehen, dass du irgendwie einen Schulabschluss nachmachst. Ja. Und dann wäre der nächste Schritt eine Ausbildung. Ausbildung, ja, wäre natürlich absolut super. Ja, aber ich glaube, ich nicht zu alt dafür bin, ich schäme mich so ein bisschen. Ach, weißt du, weil Quatsch, wenn man gefragt wird in der Familie, was machst du? Und ich sage, ja, gar nichts, dann schäme ich mich so sehr, dass ich schon den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen habe, weil ich mich so schäme. Ja, okay, zu Recht. Im Moment schämst du dich auch zu Recht. Ja, natürlich. Aber ja, du willst es ja besser machen. Ja. Und wenn du meinetwegen nächstes Jahr sagst, ich bin dabei, meinen Hauptschulabschluss nachzumachen, dafür braucht man sich nicht schämen, darauf kann man stolz sein. Meinst du? Ja, finde ich schon. Hm. Finde ich schon. Wenn jemand nach 6, 7 Jahren Drogenkarriere und so einer heftigen, wie du sie gerade geschildert hast, wenn du das schaffst, davon wegzukommen, kannst du verdammt stolz sein. Ziehe ich aber den Hut vor dir. Hm. Finde ich schon. Weil ja, im Moment hast du dich gehen lassen, all die letzten, ja, Jahre. Da kann man nicht stolz, stimmt, drauf sein. Nee, aber alles, aber wenn du jetzt davon wegkommst, ich erahne, was für eine Kraft das bedeutet. Und welche Kraft du brauchst. Das finde ich verdammt bemerkenswert, wenn du das schaffst. Und du musst es schaffen. Wenn du dein Leben, das muss ich dir nicht sagen, dass du dein ganzes Leben vollkommen in die Gosse trittst, wenn du so weitermachst. Ja, mir ist das bloß nicht so bewusst, weißt du, also von außen sagen alle, du musst das machen und du machst deine Gesundheit, also das geht total den Bach runter, wie du sagst, aber ich sehe es selber nicht so, weißt du, also ich nehme es nicht so ernst. Ja, aber du musst es doch in dem Moment ernst nehmen, wo du merkst, dass wie abhängig du davon bist. Ich will das nicht wahrhaben, das ist es. Ja. Ja. Aber die letztendlich steht hinter all dem die Grundfrage, Sarah, willst du bald sterben? Nein. So. Nee. Aber das ist genau die Frage. Das ist genau die Frage. Vermutlich, wenn du in einer solchen, wenn du so weitermachst wie bisher, oder es vielleicht sogar noch schlimmer wird, wirst du nicht alt. Meinst du nicht? Nein, das glaube ich nicht. Aber du bist so ein Wrack, dass da aber auch nichts mehr von Normalität und normalem Leben übrig geblieben ist. Mhm. Und wenn du nur einen Hauch von Traum und Hoffnung und irgendwelche Träume in dir hast, dann ist das genau jetzt der Zeitpunkt zu sagen, Schluss, aus. Ich meine, du machst es ja auch nächste Woche. Aber dann musst du auch dabei bleiben. Vielleicht willst du ja auch irgendwann, ich weiß nicht, was du für persönliche Träume hast, vielleicht träumst du ja auch davon, irgendwann mal vielleicht eine Familie zu haben oder ein Kind zu haben. Ja. Weiß ich nicht. Ja, das wäre schon schön. Also einfach normal sein. Ja. Das fällt mir so schwer, der Weg dorthin ist so schwer, so weit, so lang. Wenn du ein Kind haben willst, musst du clean sein, musst du trocken sein, musst du auch... Ja. So, Sarah, ich möchte trotzdem, auch wenn du das schon eingefädelt hast für nächste Woche, möchte ich, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja, okay. Sehr nette Frau, die labert ja auch nicht die Ohren zu, das, was du schon immer gehört hast. Okay. Sondern ist einfach noch ein zusätzliches Gespräch. Ja, okay. So, und ich wünsche dir alles Gute, dass du schaffst. Ja, danke. Okay, Domian, ich wollte dich fragen, könnte ich ein Autogramm von dir bekommen? Ja, dann sagst du meiner Psychologin gleich deine Anschrift, dann schicken wir es dir. Oh, das wäre super. Du legst auf und die Simone, okay, so heißt meine Psychologin, die ruft dich gleich an. Alles klar, okay, danke. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ich möchte euch an dieser Stelle, ihr Lieben, auch noch unser Thema übermorgen sagen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir ein sehr schwieriges Thema. Das Thema heißt Kinder aus Vergewaltigung. Und da möchte ich gerne mit den Kindern sprechen, die aus einer Vergewaltigung stammen, mit den Menschen, die aus einer Vergewaltigung stammen und natürlich auch sehr gerne mit den Müttern, quasi mit den Opfern dieser Vergewaltigung. Wenn ihr euch anmelden möchtet für dieses Thema, macht das am besten per Mail. Das geht ja rund um die Uhr. Das ist unser Thema übermorgen, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Heute haben wir das Thema, ich suche den gefährlichen Kick. Möchte mit Menschen sprechen, die ganz extreme Sachen tun, nur des Kicks wegen. Und da ja ihre Gesundheit und unter Umständen sogar ihr Leben riskieren. Enrico zum Beispiel ist 32 Jahre alt und jetzt mein telefonischer Gast. Hallo Enrico. Hallo. Ja, hallo. Was ist es bei dir, Enrico? Was ist der Kick?
mein Kick war, sage ich mal, ich habe Bungee-Jumping. Also jetzt kommt morgen. Hallo? Ja? Ja, die Leitung ist super schlecht. Geh mal irgendwie nah ans Fenster. Du rufst über Mobil an, ne? Mobiltelefon. Ja. Geh mal ans Fenster und halt das Gerät relativ still. So, und jetzt bin ich am Fenster. Ja, vielleicht ist es sogar ein bisschen besser. Ich habe so verstanden, dass du mit Bungee-Jumping irgendwas gemacht hast. Bungee-Jumping war bei mir jedes Wochenende. Ja? Aktuell. Früher. Wie lange ist es her? Ja, vor 4 Jahren. Ja? Wie lange hast du es gemacht? Eigentlich... Ja, seit der Wende. Also ich komme aus Ostdeutschland. Ja? So lange hast du es gemacht? Ja. Jedes Wochenende. Jedes Wochenende? Ja, wir haben uns immer getroffen. Das heißt, über 10 Jahre hast du es gemacht? Ja, eigentlich schon, ja. Ja? Das heißt, du hast relativ jung damit angefangen? Ja, ich bin, ja klar. Ja? Ja. Erzähl mal ein bisschen. Na, wie gesagt, jedes Wochenende ging es gut, bis auf das eine Wochenende. Nämlich? Bei uns in Leipzig, also ich komme aus Leipzig, ja. Bei uns gibt's einen See, der heißt der Bagger. Hm. Da haben sie einen Kran aufgebaut. Und naja, und darüber, wer mit dem Kopf ins Wasser kommt, der ist der King da drinnen. Mhm. Ja, aber eines Tages bin ich wieder runtergehoppt und ja, immer wurden meine Beine leicht und ich klatschte voll ins Wasser rein. Ja. Ja. Also, jetzt habe ich ein Plastikknie. Was hast du jetzt? Ein? Ein Plastikknie. Ein Plastikknie? Ja. Das heißt, du warst so schwer verletzt am Bein, dass das Knie ganz rausgenommen werden musste, oder was? Also bei mir haben sie... Ja, wie soll ich das erklären? Welche Verletzung hattest du? Also alles, was Bänder im Knie ist, war komplett im Eimer. An einem Knie? An einem, ja. Mhm. Alles, was da drinnen war, ist komplett kaputt. Weil du mit der Wucht auf das Wasser geklatscht bist, mit den Beinen. Und ich sag's nochmal zum Erklären, es war eigentlich geplant, dass das kurz vor dem Wasser zu Ende ist. Es ist so, bei Bungee-Jumping ist es so, du kommst runter wie in einer Kerze, aber Richtung Kopf. Mhm. Und ja, wenn du sehr gut bist, werden deine Haare nass. Und dann wirst du wieder hochgezogen von dem Gummi. Von den Gummis, genau. Ja. Also man, aber diesmal war es so, das gemacht hat Feierabend. Ja, also vielleicht nochmal für die Erklärung. Man hängt an so einem Gummi, man springt runter, hat dann natürlich den Kick, nach unten zu stürzen. Das Gefühl ist so geil. Ja, und wird in der Regel dann wieder nach oben geschleudert, ne? Ja. So, bei dir, aber wie kam das denn, dass du denn, normalerweise stürzt man ja mit dem Kopf, wie du gerade gesagt hast, nach unten. Wie kam das denn, dass du mit den Beinen aufgekommen bist? Das Seil ist gerissen. Ach, das Seil ist gerissen. Ja. Das heißt, du bist dann wirklich auch in das Wasser reingefallen. Ja, aber richtig. Aber volle Kanne. Ich hatte eine Leberquetschung. Ja. Ja, von der linken Nieren hatte ich einen Riss drinne und das Knie halt. Von welcher Höhe bist du, wie hoch war? 50 Meter. 50 Meter. Wie tief war das Wasser? Ja, normal wie ein See, also das ist schon tief genug, da passiert nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, dann hast du ja auch noch eigentlich Glück im Unglück gehabt, dass der See relativ tief war. Wenn du jetzt aufgeschlagen wärst, vielleicht auf einen Untergrundstein oder irgendetwas, hättest du auch tot sein können. Ich hätte auch ganz normal tot sein können, ja. Auch so, wie du jetzt gefallen bist? Ja. Mhm. Wie hättest du... Das weißt du doch selber. Wie? Das weißt du doch selber. Wenn man ungeschickt fällt. Ja, Wasser, wenn das absolut ruhig ist, ja. Dann fällst du wie auf ein Stück Zeitung, das ist Feierabend. Ja. So, jetzt lagst du. Wirklich Schwein. Jetzt lagst du da in dem Wasser. Warst du dabei Bewusstsein? Ja, na klar, ich habe alles mitgekriegt. Und da kam dann hier der Rettungsschwimmer, die haben mich rausgeholt. Mhm. Aber du unterschreibst ja vorher, bevor du springen tust, unterschreibst hier eine A4-Seite, dass du selber für deine Sache verantwortlich bist. Das heißt, du konntest keine Versicherung haftbar machen, die dir da irgendwie Kohle... gar nicht. Wann setzten die Schmerzen ein? Wann hast du gemerkt, dass da mit dem Knie was nicht war? Ich habe gar nicht gemerkt. Das ist ja das Komische. Wann hast du denn was gemerkt? Gar nicht. Erst, wo ich im Krankenhaus war. Ach, die haben dich dann schon gleich ins Krankenhaus gefahren? Ja, das war ja alles da. Mhm. Rettungsschwimmer, also hier der Notwagen war da, alles. Mhm. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen?
4 Wochen. 4 Wochen. So, wenn man dann im Krankenhaus liegt, 4 Wochen so ganz still für sich, kommt man ja unter Umständen ins Grübeln. Was hast du da so gedacht über das, was du getan hast und was passiert ist? Ja, eigentlich gedacht drüber. Ich habe eigentlich bloß gedacht, die ganze Zeit ging es gut und bloß das eine Mal ist scheiße. Also du hast gedacht in dem Sinne, einfach Pech gehabt? Oder gab es auch so Eigenvorwürfe, dass du dir selbst gesagt hast, ich bin ja eigentlich bescheuert, dass ich sowas mache und mich einem solch großen Risiko aussetze? Ja, ist richtig. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ja, wie siehst du es denn so aus der Entfernung heute? Heute, mich hat vor uns die Regie angerufen und hat gefragt, würdest du es nochmal machen? Genau. Ich konnte keine Antwort geben, ich weiß es nicht. Ehrlich, du kannst keine Antwort geben, obwohl da ja nun doch was ja, also du bist am Tod vorbeigeschraubt, kann man sagen. Und du hast Schmerzen erlitten, hast 4 Wochen im Krankenhaus gelegen und bist nicht ganz entschieden zu sagen, nee, ich würde es nie wieder machen. Du kennst das Gefühl nicht. Nee, kenne ich nicht. Dieses Gefühl ist so stark, dass du selbst in Kauf nehmen würdest, nochmal vielleicht in so eine Situation zu kommen. Ich weiß nicht, ob man das einfach sagt. Ich sag's einfach. Das Gefühl ist so geil, wenn du da einfach, du schießt einfach Richtung Erde und kurz vor der Erde geht's wieder nach oben. Das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Weißt du, wie ich meine? Ich erahne das, was du sagst. Aber mich wundert das so, wenn man einmal so auf die Schnauze gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du dann immer noch nicht, aber gibt's alles. Aber du bist auf jeden Fall danach nicht nochmal gesprungen. Nee. Dann ist da doch eine... Hab ich mal nicht. Ist ja doch erstmal eine Hemmschwelle. Ja, ein bisschen Schiss habe ich schon, aber ich weiß nicht. Sag mal, Enrico, wenn du das so viele Jahre gemacht hast, musst du doch auch eine Mörderkohle dafür ausgegeben haben, oder? Ich hatte da einen besonderen Kumpel, sagen wir mal so. Ach so, das ging der hat mir da, ja. Bisschen unter der Hand. Genau. Ich brauchte nicht jedes Mal bezahlen. Bist du denn so sonst auch so ein Typ, der in anderen Situationen so eher den Kick sucht und ausreizt? Eigentlich ja. Was machst du vom Beruf? Zurzeit bin ich jetzt arbeitslos, aber ich habe Türsteher gemacht und da lernt man genug. Das glaube ich. Aber wie ist das denn jetzt mit dem Knie? Kannst du richtig gehen oder ist das versteift? Nee, das ist ganz normal, so wie deins. trotz allem, was da kaputt gegangen ist, und Schmerzen hast du auch keine in dem Knie? Ja, manchmal. Ja. So, wie sagt man, alte Omas sagen immer, heute kommt Gewitter, aber mir tut meine Beine weh. Ja, so ungefähr. Und so sagst du das auch? Ja, also manchmal ja. Ja, also... Ich hoffe eigentlich, dass du es nie mehr machst. Ich hoffe das für dich. Irgendwie sind ja immer alle Sachen, die man so erlebt im Leben, ganz gut, da irgendwas raus zu lernen. Vielleicht solltest du irgendeinen Schluss daraus ziehen. Das Leben ist dein Lehrer. Ja, genau. Das ist der richtige. Ja, das ist ein sehr, sehr schlauer Satz, den du sagst. Dann sollte man das auch annehmen, vielleicht, was man da lernt. Na gut, Enrico, ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Ich danke dir. Juhu, tschüss. Okay, tschüssi. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, unsere kostenfreie Nummer hier in Köln, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über unser Thema, über das Thema Ich suche den gefährlichen Kick, dann meldet euch. Daniel, 18 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Daniel. Hallo. Ja, du suchst auch den gefährlichen Kick? Ja, richtig. Und was machst du? Ich bin ein... Man kann sagen, gewaltbereiter Fußballfan. Könnte man auch ein Hooligan sagen? Könnte man sagen, ja. Ich bin eher ein Ultra. Also es gibt mehrere Kategorien, A, B, C. Ja. A ist der normale Fan, der halt, nennt man auch Kutten, der halt ins Stadion geht mit dem Schal. Kategorie B ist so Ultras, als die vor allem unterstützen durch Support, nennt sich das, also halt Fangesänge etc. Und halt den Hooligan, der sich halt einfach nur prügelt, der halt auch die Gewalt sucht. Du bist Ultra. Richtig. Du bist in der Mitte. Ja, kann man so sagen, ja. Aber ich suche schon auch den Kick. Was ist denn der Kick für dich?
ja, ich weiß nicht, mit mehreren Leuten durch eine fremde Stadt zu ziehen und Fangesänge rumzuschreien und dann kommen halt auch Leute, die sich halt auch prügeln möchten und dann einfach drauf loszurennen. Also es geht nicht nur um die Fangesänge rauszubrüllen und zu singen, sondern es geht dann auch um die Schlägerei. Richtig. Und das hast du schon oft mitgemacht? Ja. Mhm. Was sind das für Schlägereien? Beschreib mir die mal, ich habe das noch nie gesehen. Ja, unterschiedlich. Es gibt Fangruppen aus verschiedenen Städten, die sind halt brutal, sage ich mal. Die kommen halt mit Stöcken und Waffen. Mhm. Und gibt halt auch Leute, die halt erstmal drauf rennen und wenn dann am Boden liegt, sagen die halt, ist Schluss. Ist auch ein Ehrenkodex, normalerweise bei den richtigen Ghouls. Ja. Ja. Und bei dir? Ja, auch. Also ich trete mit Sicherheit nicht nach, wenn er am Boden liegt. Außer halt, wenn ich einen reinbekomme, wenn ich am Boden liege, dann bin ich natürlich sauer, ist ja klar. Hast du denn irgendwelche Sachen bei dir? Stöcke, Gummiknüppel oder irgendwas? Nee, wir überhaupt nicht. Gar nichts? Nee, also ihr geht nicht. So normal Hemd in Hose und so geht der ja, genau. Mhm. Und Ehrenkodex ist, wenn jemand auf dem Boden liegt, dann ist gut. Genau. Hast du schon erlebt, dass Kumpels von dir dann nochmal reingetreten haben? Ja, habe ich, ja. Wie findest du das? Ja, nicht ganz so gut. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich habe halt noch nie voll drauf getreten. Ich falle auch öfters, ich falle schon ganz oft. Mhm. Aber ich bin halt erst 18 Jahre, ich bin noch nicht so lange in der Szene und so weiter. Wie lange bist du in der Szene? Anderthalb Jahre circa, also circa maximal zwei. Lagst du denn auch schon mal auf dem Boden und man hat auf dich eingetreten nochmal? Ja, klar. Ja. Mhm. Jetzt erklär's mir, versuch's mir zu erklären, warum du das gut und geil findest. Ja, das ist der Kick halt, dann einfach drauf zu rennen und ich weiß nicht, das ist halt meist immer nur eine Sache von 10 Sekunden, weil dann ist die Polizei sowieso da. Oder also, Moment, der Kick ist, auf der einen Seite steht ihr, auf der anderen Seite stehen die Gegner. Und dann rennt man aufeinander zu. Und ist das der Moment des Kicks oder das Schlagen? Beides. Beides. Das Draufrennen ist noch geiler. Mhm. Versuch, ich weiß, es ist immer sehr schwer, Kicks zu erklären, wirklich. Versuch trotzdem, was ist der Kick daran, in dem Moment, dieses Aufeinanderrennen, was ist da geil dran? Ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, oder man schreit dann rum, rennt aufeinander zu, haut sich voll auf die Fresse und ich weiß nicht, da kommt die Polizei und wird man getrennt und ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie schwer zu erklären. Der Adrenalin spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Auch weil man vielleicht etwas tut, was verboten ist? Ja, doch, ja, genau. Ne, die Polizei kommt dazu und genau. Das ist, man begibt sich ja in einen Bereich, den man eigentlich nicht, was man eigentlich nicht machen darf. Ja, genau. Warst du schon mal verletzt? Ja, jetzt nichts Großartiges, also nichts Schlimmes, sag ich mal. Hast du schon mal jemanden verletzt? Soweit du das kann ich jetzt so nicht sagen, weiß ich nicht genau. So, über den Daumen gepeilt, in wie viele Schlägereien warst du schon verwickelt? Ah, maximal 10, also so. Was sagen deine Eltern dazu? Wissen die das? Nee, leider nicht. Ich will es ihnen eigentlich erzählen, aber ich glaube, die verstehen mich nicht. Aber du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, also meine Eltern sind getrennt und letzte Zeit war auch ein bisschen Probleme, deswegen wollte ich ihnen das noch nicht erzählen. Mhm. Ist halt schwer zur Zeit bei mir, familienmäßig und so weiter. Lebst du bei einem Teil der Eltern? Ja, beim Papa. Beim Papa. Und der ist eigentlich okay? Mit dem kann man gut auskommen? Ja, sogar sehr gut. Sehr gut sogar? Auf jeden Fall, ja. Und gut, du lebst nicht bei der Mutter, aber mit der Mutter kommst du auch gut klar? Es geht. Also ich habe da gewohnt bis vor noch einem Monat und bin halt umgezogen zu meinem Papa, weil es nicht mehr ging, weil die halt einen neuen Typ hat und mit dem kam ich halt gar nicht aus und so weiter. Und dein Papa hat aber keine neue Frau? Er hat eine Freundin, doch, in Düsseldorf. Und mit der kommst du auch klar? Ja. Mhm. Was machst du vom Beruf oder bist du noch Schüler? Nee, ich bin noch Schüler. Mhm. Ich finde das richtig krass, was du erzählst, Daniel. Ja, ist auch krass, ja. Weißt du warum? Jetzt gar nicht mal in erster Linie, ich will jetzt nicht mit der Moralkeule kommen, das tut man nicht. Aber weil du deine Gesundheit und dein Leben gefährdest, deine Gesundheit gefährdest und das auch von anderen Leuten. Und du kannst unter Umständen, du weißt, da müssen wir beide uns nichts vormachen, ein falscher Schlag oder ein Typ fällt irgendwie unglücklich, kann es sein, dass du verantwortlich dafür bist, dass der sein Leben lang vielleicht gelähmt ist oder ein Krüppel ist? Ja, stimmt schon.
schon, aber die sich dann halt mit uns auch prügeln, die wollen das ja auch. Die, also dann sage ich auch nicht irgendwie, weil da werden ja auch keine Leute mit reingezogen, die damit nichts zu tun haben. Trotzdem, wenn du hinterher erfährst, dass durch so eine Prügelei jemand schwerst verletzt ist und vielleicht zum Pflegefall wird, dann ist das ein schwacher Trost nach dem Motto, ja, der wollte das ja auch. Du hast es gemacht. Stimmt, du warst da, du warst beteiligt. Oder umgekehrt, wenn es dir passiert. Wenn es dir passiert, das kann dir passieren. Da will ich gar nicht dran denken. Ja, aber da musst du dran denken. Ja, ich weiß. Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, klar. Und ich würde auch dran denken, ich meine, was würdest du deinem Vater? Du sagst, du kommst so gut mit dem klar, mit dem Papa. Ja, sehr gut. So, was würdest du dem antun? Oder was tust du dem eigentlich schon an? Wenn der das erfährt, fällt der aus allen Wolken wahrscheinlich. Oder? Ja, der ist nebenbei auch noch Ordner im Stadion. Na wunderbar. Na, halt, aber halt bei den Gästen. Also der sieht nicht, was dann auch im Stadion. Also ich bin halt auch im Stadion. Also da sieht er mich halt nicht, mein Papa. Also ja. Der weiß zwar schon, dass ich auswärts zum Fußball fahre, aber er denkt halt, so. Da geht nicht so viel ab. Also hat der eine ganz klare Vorstellung von Leuten wie dir? Was, der hat seine klare Meinung darüber. Hat er, ja. So, und wenn der erfährt, sein Junge, den er wahrscheinlich auch über alles liebt, ja. Der macht sowas. Oder es würde wirklich irgendwas etwas Schlimmes passieren. Also im Prinzip, wenn man nur anfängt, ein bisschen normal darüber zu reden, kann man nur sagen, es ist völlig bescheuert. Kick hin, kick her, hol dir deinen Kick woanders. Mach Sport oder weiß ich was. Ich mach Sport. Machst du auch noch. Ja, aber es ist einfach nur, weißt du, du bist 18 Jahre alt. Es wäre so extrem scheiße, wenn dir irgendwas Schlimmes passiert und du irgendwann, wenn du etwas älter bist, dir Vorwürfe machst und denkst, mein Gott, war ich blöd damals. In meinen grünen 18 Jahren habe ich so eine Scheiße gebaut. Ja, ich höre das jetzt zum ersten Mal so aus der Perspektive. Das ist schon komisch. Also ich weiß auch, dass das scheiße ist eigentlich, aber es ist halt dieser Kick. Und nur wegen diesem Kick mache ich das. Lässt du dich denn auch mitziehen von den anderen Jungs? Ja, klar, ne? Ist das auch so eine Gruppendynamik, die da entsteht? Ja, doch, klar, schon, ja. Und wenn du nicht mitmachen würdest du dann, wärst du der Loser, wärst nicht anerkannt von den Jungs? Nö, stimmt nicht, ne. Also, ne, da so ist das nicht. Du wirst es nicht. Nicht unbedingt, ne. Also, du könntest durchaus auch weiter deine Jungs da als Freunde haben, ohne dass du mitmachst. Ja. Ja, das ist auch schon mal viel wert. Also, ich dachte jetzt, dass du da ausgestoßen wirst und irgendwie als Schlappschwanz dastehst. Nee. Das ist nicht so. Nee, ich weiß noch nicht, du hast, glaube ich, auch das falsche Bild jetzt, weil es ist doch nicht so, dass wir halt zu jedem Auswärtsspiel fahren und verkloppen, das ist halt nicht immer. Mhm. Also wie gesagt, Kategorie B ist halt gewaltbereit, nicht gewaltsuchend. Ja, das ist halt jetzt auch der Punkt. Also es kommt nicht so oft dazu. Ja. Hast du eine Freundin? Ja. Du hast eine Freundin? Ja. Ich glaube, die Frage erübrigt sich jetzt, aber ich frage sie trotzdem, weiß die das? Die weiß das, ja. Die weiß das? Ja. Und was sagt die dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Die kannst du mir halt nicht verbieten, ne? Nee, soll sie auch nicht. Die sagt also, klar, dass es scheiße ist und dass sie so, die macht sich halt auch immer Sorgen, aber die kannst du mir halt echt nicht verbieten und ich würde. Schade. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Wir versuchen immer nochmal zu kriegen. Das würde mich sehr freuen. Bitte an die Regie, wenn er nochmal zu erreichen ist, dann. Rufen wir den Daniel nochmal an. Matthias, 34 Jahre alt. Hallo Matthias. Hallo Domian. Ja. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, und worauf ich auch, hätte ich nicht mitgerechnet. So, und ich bin sehr gespannt, was es bei dir ist. Was für ein Kick. Ja, also mein Kick ist, ich tauche gerne tief. Oh ja, das kann ich zwar nicht richtig verstehen, aber ich kann es erahnen. Also es ist halt so, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten zu tauchen, einmal mit einem normalen Sauerstoff und einmal mit Gas gemischt, Trimix zum Beispiel, so heißt das. Und ich mache halt mit normalem Sauerstoff, wie es jeder kennt, aus dem Tauchurlaub. Ja. Und eigentlich ist ja da die Grenze für Sporttaucher 30 Meter. Ja. Und ja, ich gehe dann gerne was tiefer, so bis 70, 75 Meter. Ach, die Grenze für Sporttaucher ist 30? Ja, und du gehst auf 70 Meter, das sagt mir jetzt auch als Laie, würde ich jetzt denken, wow, das ist aber sehr, sehr, sehr viel, das ist ja doppelt so viel. Ja, ist es auch. Also mal objektiv gesehen, also ich würde auch keinem, ich bin zwar nebenher auch also im passiven Zustand Tauchlehrer, habe meine Tauchlehrerausbildung gemacht in Ägypten und würde es auch nie jemandem empfehlen, aber es ist halt... Also du bist ein Fachmann und weißt genau, was du da tust.
Genau, das ist, insofern ist es auch, ich suche nicht den, ich suche zwar schon einen Kick, aber ich suche nicht den gefährlichen Kick. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie es einfach nur geil finde, runterzugehen und denke, jetzt kann ich den Moment abnibbeln, sondern es ist schon kalkulierbar und ich will auch wieder hochkommen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Kick. Und objektiv ist es auch irgendwie gefährlich, aber ja, man kann es halt einschränken. Was ist der Kick? Ja, der Kick ist, jeder Taucher kann sagen, es gibt ja einen Tiefenrausch, ne? Das fängt bei dem einen schon bei 20 Meter an, bei dem anderen bei 30, bei 40 Metern. Und bei mir, ich kenne ihn auch noch, damals, als ich angefangen habe, war es auch mit 30 Metern, dass es ein totales Glücksgefühl plötzlich ist. Man hat einen leicht metallischen Geschmack im Mund. Mhm. Die Sounds sind plötzlich ganz anders. Und das hat sich halt so ein bisschen also bei mir verschoben. Also das, was du gerade beschrieben hast, hat man schon bei 30 Metern, wenn man anfängt? Ja, das ist immer subjektiv. Also bei jedem fängt es anders an. Und es ist aber trotzdem ein totales Glücksgefühl. Also ich weiß nicht, ob du den Film Rausch der Tiefe kennst. Also wirklich, es zieht einen nach unten und man ist einfach nur noch geborgen unten und man will tatsächlich eigentlich nicht mehr hochkommen. Also fast wie eine Droge. Es ist eine Droge, definitiv. Mhm. Es ist besser als jede Droge. Mhm. Bist du versucht, es noch weiter auszureizen, dass du auch mal dann auf 75 gehst oder vielleicht sogar auf 80? Ja, das sind also 75 ist wirklich schon die Schmerzgrenze. Also ich will es nicht übertreiben. Also es war mal so eine ganze Zeit 60 Meter und dann irgendwann, man will natürlich irgendwie bei jedem Tauchgang, ach komm, noch die 2 Meter, einfach nur so für einen selbst. Oder jetzt habe ich 77 Meter geklappt. Es gibt natürlich... Du hast gerade gesagt Schmerzgrenze. Ist das wirklich Schmerzen, wenn man es dann zu weit treibt? Nee, überhaupt nicht Schmerzen. Also man hat keine körperlichen Schmerzen. Also man könnte immer weiter tiefer gehen, aber irgendwann kommt man auch nicht mehr hoch oder man verliert halt so das Bewusstsein, dass man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, man nicht mehr die Tauchcomputer kontrollieren kann. Ich meine, es gibt Profis, der Weltrekord liegt bei 120 Meter oder noch tiefer, die normal nur mit normalem Sauerstoff untergehen. Mhm. Und von daher, es ist bestimmt noch was drin, aber ich will es jetzt auch nicht auf Teufel komm raus ausreizen. Ja. Wo machst du das eigentlich? Also natürlich nicht hier im See, irgendwie das wäre mir viel zu kalt und viel zu dunkel. Ja. Ich mache das schon in Ägypten. Ich habe da auch meine Tauchlehrerausbildung gemacht. Ah ja, in Ägypten. Und genau, am Sinai und kenne daher auch die ganzen Spots. Und ein Freund von mir, mit dem ich das damals gemacht habe, der wohnt mittlerweile da und das ist jetzt wie so ein zweites Zuhause. Also es ist jetzt 3-4 Mal im Jahr fliegt man dann runter und dann geht man dann tauchen. Also. Könnt ihr mir vorstellen, dass so, und das haben die anderen gerade ja auch, einige haben das ja auch bestätigt, dass diese Suche nach dem Kick auch eine Sucht ist? Ja, absolut. Ne? Natürlich, klar. Also ich wäre jetzt tausendmal, so gerne ich jetzt mit dir telefoniere, tausendmal lieber jetzt unten und würde jetzt wieder tauchen gehen. Das ist auf jeden Fall eine Sucht. Ja, deshalb will ich nochmal nachhaken, wenn man suchtmäßig drauf ist, ist man ja eigentlich bestrebt, dieses Glücksgefühl dann immer noch irgendwie nicht nur zu halten, sondern zu steigern. Noch einen draufzusetzen. Ja, wie, ich frage es nochmal, die Versuchung, ist die nicht doch immer so, sitzt die dir im Nacken, ich gehe noch ein bisschen tiefer? Oder ist die Ratio doch so stark bei dir? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist natürlich so, dass man, ja, wie gesagt, denkt, ach komm, jetzt. Es kommt immer darauf an, nochmal auszuholen, es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt einfach im Freiwasser runtergeht, wo man unter einem dann irgendwie noch 1000 Meter sind. Das ist natürlich dann viel gefährlicher, als wenn man jetzt vom Strand aus sich so langsam am Sand nach unten tastet. Mhm. Da kann man es noch viel mehr kontrollieren. Mhm. Da könnte ich mir noch eher, oder mache ich doch eher noch, dass ich dann immer noch einen Meter runtergehe. Im Freiwasser ist es viel zu gefährlich. Aber ich bin schon so vernünftig, sage ich mal, dass ich jetzt sage, das ist jetzt absolut das Limit, also 70, 80 Meter. Das reicht. Ansonsten wäre jetzt mein nächster Schritt, dass ich jetzt eben so eine Spezialausbildung mache zum Trimix-Taucher, also dieses Gasgemisch, wo man dann wirklich mit gutem Gewissen, ist natürlich auch gefährlich, aber das ist dann was anderes, dann kannst du noch tiefer gehen. Mhm. Da kriegst du auch du hast gerade, glaube ich, gesagt am Anfang, man atmet dann auch was anderes ein, ne? Ja, dieser Geschmack einfach, man hat plötzlich so ein, also gut, jetzt bei dem Trimix-Tauchen ist natürlich so ein... Das meinte ich jetzt, dieses Trimix-Tauchen, hat man nicht nur Sauerstoff oder was hat, oder wie ist das, wie geht das? Das ist ein Gemisch aus Stickstoff, Sauerstoff, das ist ganz kompliziert, man muss halt links und rechts in jeder Tiefe dann plötzlich da was von zutun und da was von zutun, das ist wirklich hochkompliziert. Hättest du denn da auch dann dieses für dich geile Gefühl, wenn du so tief bist, oder ist das aufgrund dieses Gemischs, was man da einatmet, irgendwie was anders? Nee, das wäre genauso geil. Also es geht eben nicht darum, dass ich jetzt einfach nur tief und den Kick haben will, es kann jetzt gleich vorbei sein, sondern es geht einfach
wenn ich jetzt noch tiefer dadurch kann, dann mache ich das gerne. Ich habe bis jetzt nur am nochmal gescheitert. Sauerstoffausrüstung. Um die 70 Meter gehst du tiefer. Wenn du denn noch tiefer gehen würdest, was könnte passieren? Du würdest ohnmächtig? Das, ja, der kann schwindelig sein, du kannst plötzlich nicht mehr wissen, also der Tiefenrausch kann so einsetzen, du kannst eine Stickstoffvergiftung kriegen, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, dass du deine Geräte, deinen Computer nicht mehr kontrollieren kannst, dass du vergisst, irgendwie Luft ins Jacket zu blasen und dass du einfach, weil je tiefer man geht, desto schneller sinkt man auch ab, dass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und du das einfach durchsackst. Du sagst, der Tiefenrausch könnte eintreten. Was genau ist Tiefenrausch? Das ist ein medizinisch-physischer Vorgang in deinem Körper, dass ich, das ist schon so lange her, dass ich das mal gelernt habe. Ich kann es dir jetzt tatsächlich nicht medizinisch genau erklären, aber es ist einfach, bei den meisten schlägt sich um ein Glücksgefühl, dass du wirklich einfach alles toll findest und dir alles eigentlich egal ist und du freust dich nur noch und hast eigentlich gar nicht mehr so die, du kannst nicht mehr einschätzen, wie weit das noch gehen kann. Das heißt, letztendlich könnte das dann schon tödlich enden. Ja, natürlich, klar. Das könnte tödlich. Dafür, also man macht es ja auch nicht alleine, das ist sowieso klar. Und also es gibt natürlich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt ganz viele zu Hause sitzen und denken, das mache ich ja sowieso jeden Urlaub, das ist ja nichts Besonderes, aber für mich ist es halt der Kick und das ist. Ja. Wie lange bist du da? Das ist gut so. Wie lange bist du der Taucher? Wann hast du es entdeckt für dich? Ich habe angefangen mit 1991. Ja. Tauchen angefangen und 99 habe ich meinen Tauchlehrerschein gemacht. Ah ja. So, also ich habe schon ein paar hundert Tauchgänge. Ja. Halte ich eigentlich für einen erfahrenen Taucher, aber klar, es gibt immer welche, die noch erfahrener sind, aber ich sage von mir selbst, dass ich das gut einschätzen kann. Und es ist ja auch nicht so, dass wir einfach so lust und launig ins Wasser springen, sondern das ist schon professionell vorbereitet, dass wir alles doppelt dabei haben oder dreifach sogar, dass wir wenn wir wissen, dass wir am nächsten Morgen tauchen gehen um 6 Uhr, dass wir dann auch wirklich... Also es ist ein abgesicherter Kick, sagen wir so. Genau, ja. Das kann man sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Kick und das ist einfach der beste Kick, den ich mir so vorstellen kann. Matthias, danke für deinen Anruf. Ich bedanke. Alles Gute, toll. Danke, tschüss. Ciao. Und, hier ist der Daniel wieder. Daniel, bist du wieder da? Ja. Was war los? Ich kam auf den Knopf. Aus Versehen. Wir waren, wenn ich mich recht erinnere, stehen geblieben bei deiner Freundin. Ja. Du hast eine Freundin und die Freundin ist auch darüber am Schimpfen und Meckern, dass du das machst, aber sie kann es dir ja nicht verbieten. Genau. Klar kann sie es dir nicht verbieten. Nee. Aber objektiv gesehen hat sie recht. Denn sie will dich wahrscheinlich auch nicht gerne im Krankenhaus besuchen. Ja, verstehe ich schon, klar, aber... Oder stell dir vor, du kommst in den Knast, kann auch alles passieren, wenn du zu sehr verwickelt bist. Ja, im Knast war ich auch schon gewesen. Warst du schon, weswegen? Ja, nee, das war jetzt nur so eine Sache, also über Nacht halt nur. Also, weil die haben mich halt festgehalten, dass ich nicht ins Stadion durfte. Mit noch ein paar anderen, dann waren wir da halt im Stadion in so einem kleinen Knast und gut. War halt auch in Berlin und durfte ich wieder um 12 Uhr halt die Stadt verlassen, deswegen. Ja. Aber du könntest wegen schwerer Körperverletzung verurteilt werden. Ja, im Prinzip schon. Ich dachte jetzt einfach mal so, ich will ja nicht dir dein Leben schwarz malen, aber ich sagte ja, als völlig unbeteiligter Mensch, der mit dir, ich kenne dich ja null, der das nur so hört von außen, was da alles passieren könnte und dass es einfach blöd ist, was du da machst. Und für dich, für dein Leben nicht gut ist. Und du unter Umständen Gefahr läufst, dass du dir dein Leben kaputt machst oder blockierst, dass du Leute, die du lieb hast, die dich lieb haben, dass du denen Kummer und Sorgen bereitest. Das ist einfach so. Ja. Muss man so sagen. Ja. Gibt's gar keinen. Ist schon was dran. Ja, stimmt, ja. Schon was dran. Schüler bist du noch, ne? Sagst du. Ja. Ziel? Ziel, was hast du vor zu machen? Fachabitur. Und dann? Eine Ausbildung anfangen. Was? Na ja, weiß ich nicht, irgendwas Kaufmännisches. Ja. Bürokaufmann, Bankkaufmann etc. Mhm. Also, ich glaube, ich habe dir so meine Meinung gesagt. Ganz klar und deutlich. Das ist jetzt deine Sache, was du daraus machst und welche Konsequenzen du daraus ziehst. Ja. Ich fände es besser, wenn du es nicht mehr machen würdest. Es wäre definitiv besser. Ja, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Nee. Das ist halt da ein bisschen zwickmühlenmäßig. Ich meine, immerhin hast du hier angerufen und hast mir das erzählt. Ja. Wohl auch in der Erwartung, dass ich nicht sagen würde, wow, Daniel, finde ich super, erzähl mal. Ich komme demnächst mal mit, finde ich klasse, mache ich auch.
Nee, war mir schon klar. War dir schon klar, ne? Also insofern finde ich, das ist das schon mal gut, dass du das gemacht hast und dass du auch ein offenes Ohr hast und nicht einfach sagst, ist mir alles scheißegal, ich mach das. Nee, deswegen rufe ich hier an. Ich wollte ja mal die Sache halt von dir halt. Ich gucke halt oft deine Sendung und da habe ich mir gedacht, rufe ich mal an bei dem Thema und wollte mal deine Meinung hören. Ja. Ja. Also so sich den Kick zu holen, finde ich beschissen. Mhm. Lieber Daniel. Gut. Alles Gute. Darf ich noch kurz grüßen? Einmal. Okay, den Marc und den Pascal. Okay, tschüss. Alles klar, ciao. Tschüss. Ciao. So, das war unser Grüßvolumen für heute ist jetzt wieder erfüllt. Johannes 25. Hallo. Hi. Ja, Johannes lacht. Ja, schon. Hallo Johannes. Hi. So, zu dir. Und deinem Kick, dein gefährlicher Kick, den du suchst. Ja, mein gefährlicher, kalkulierbarer Kick ist das Drachenfliegen. Das was? Ich hab's nicht verstanden, das was? Das Drachenfliegen. Das Drachenfliegen. Richtig. Das finde ich ja sehr scharf, muss ich sagen. Da habe ich schon so oft drüber nachgedacht, ob ich das nicht auch mal machen soll. Du fliegst Drachen, du startest von Bergen. Bitte? Du startest so von Bergen und lässt dich so runtergleiten, oder wie? Ja, ich starte von Bergen und versuche dann so hoch und so weit wie möglich zu kommen. Ich habe es schon einige Mal in den Alpen gesehen und bin immer fasziniert von den Leuten, die das machen und das können. Und das muss ja ein wahnsinniges Gefühl sein, oder? Es ist ein traumhaftes Gefühl. Es ist im Endeffekt so wie beim Tauchen, nur das Ganze halt in der Luft. Und wie ich damals angefangen habe zum Tauchenfliegen, war ja am Übungshang, das ja gut, das hat halt ein paar Meter. Ja. Und sobald du einmal drunter hängst unter so einem Gerät, du kannst einfach nicht mehr aufhören. Also Welche Gefahren sind verbunden damit? Ja, Gefahren gibt es eigentlich beim Drachenfliegen nur das Wetter und die eigene Selbstüberschätzung. Wie das könnte man sich, wo steht, besteht die Gefahr, dass man sich falsch einschätzt? Naja, man traut sich mehr zu, als man im Endeffekt wirklich kann. Und halt Fehler macht, die dann halt sehr fatal enden können, sagen wir mal so. Was wäre so ein Fehler? Naja, was wäre so ein Fehler? Puh, da gibt es jetzt viele davon. Also ich frage mal so, wenn ich mir das so angucke, sieht das immer sehr poetisch, sehr malerisch aus. Aber es besteht ja wahrscheinlich, so denke ich immer, wenn ich das zugucke, die Gefahr, dass man nicht richtig lenkt, dass eine Windböe kommt und man irgendwo einen Berg klatscht. Naja, so kann natürlich auch vorkommen, sagen wir mal so, aber der Flugsport, Gleitschirm und Drachenfliegen ist sehr wetterabhängig und das Wetter ist halt bei dem Sport das Um und Auf und das Erste, was man macht, bevor man auf den Berg fährt, ist einmal, dass man schaut, wie das Wetter überhaupt ist. Mhm. Ist es fliegbar? Gibt es stärkere Turbulenzen? Wie sind die Höhenwinde? Ja. Und. Und dann steht halt dann eben die Entscheidung da, kann ich mir das zutrauen? Traue ich mir das zu? Schaffe ich das? Mhm. Und von welchen Höhen zum Beispiel startest du? Na, es ist ganz verschieden. Also mein Trainingsrevier hat Höhe von 900 Meter über Meeresgrund. Es ist ein Klippenstartplatz. Und ja, in die Alpen dann ab 2000 Meter oder 1800 Meter, je nachdem. Ja, so habe ich es auch schon gesehen in den Alpen, dass Leute dann von 2000 oder 1800, wie du sagst, dann auch gestartet sind. Ich stelle mir auch die Landung kompliziert vor. Die Landung ist im Endeffekt nur eine Übung und Einteilungsgeschichte. Es gibt genauso wie im großen Flugverkehr gibt es auch Einteilungen und Regeln, die man zu beachten hat. Ja. Und sobald man die Landeeinteilung sauber hinbringt und nichts übersieht, sollte eigentlich die Landung jedes Mal gut gehen. Kannst du das für dich beschreiben, was der Kick ist? Naja, der Kick geht eigentlich schon in der Früh los, wenn man vom Bett aufsteht und man weiß, es ist halt ein super Flugwetter und man geht halt fliegen. Dann die Fahrt ins Fluggebiet, am Startplatz oben, man baut das Gerät auf, man checkt wirklich alles zwei, dreimal durch, ob die Ausrüstung passt.
Und dann eigentlich stehst du am Startplatz und wartest nur mal, bis der Wind schön kommt und das Loslaufen und zu merken, wie dir der Flieger vom Berg wegzieht. Und dann die ersten Sekunden zu schweben und unter einem ein riesengroßes, weites Tal und so weiter. Genau, richtig. Ja. Und dann sucht man Thermik und versucht, in die Höhe zu kommen. Wie lange kann man so ein Flug dauern, wenn man es geschickt macht? Unterschiedlich. Also es geht zwischen 10 Minuten Gleitflug bis über 5-6 Stunden. Bis 5-6 Stunden. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Es ist leider unsere Sendung gleich vorbei. Ich hätte mich gerne weiter mit dir unterhalten, weil ich wirklich sehr interessiert daran bin und in der Tat das vielleicht irgendwann mal machen werde. Vielleicht nehme ich mal Kontakt zu dir auf. Ist okay, jederzeit. Liebe Johannes, danke für den Anruf. Alles Gute. Tschüss. Genau. Ciao. In der Technik, Matthias Nee.